Hallo Leute, willkommen bei diesem Sims 4 Let's Build Video. Ich baue ein altmodisches Starterhaus mit dem Waschtag-Accessoires-Pack und dem Basisspiel. Okay, und ich bin hier immer noch so beim Kämpfen mit der Raumaufteilung. Ich werde mal dieses hier dahin schieben. Dann kann man die Tür dahin machen und vielleicht mache ich auch diese Tür, die Küchentür dahin, dann hat man hier ein Eck als Sitzecke zum Essen. Gut, dann besorgen wir uns mal einen Tisch. Oh, da ist dieser wunderschöne große Esstisch bei dem neuen Pack. Den würde ich natürlich gerne verwenden. Wo ist denn der? Der ist bestimmt auch teuer. Oh ja, no, 460 geht sogar. Aber der ist zu groß für dieses kleine Haus. Ja, ja. Ich guck mal, ob man da irgendwie... Aber es macht irgendwie gar keinen Sinn, so einen Riesentisch. Ich hänge mal Lampen rein, damit man das besser sieht, dass das nicht so finster ist. Und später mache ich dann aber noch andere Lampen da rein. Das sind jetzt nur die Baulampen. So. Also, der Esstisch und die Stühle. Wäre ja schön, wenn man da die Korbstühle nehmen würde von dem Waschtag-Accessoires-Pack. Wo sind die jetzt? Na komm. Da sind sie. 90, das geht gerade so. Eins. Ich meine, wenn man das so machen würde, dass man den hier ranschiebt, dann muss ich allerdings erstens mal Move Objects anmachen. Den Cheat, den Baucheat, den wollte ich am liebsten nicht verwenden. Aber wenn es nicht anders geht, dann benutze ich den. Und selbst mit gucken, wenn man hier diese grünen Dinger sieht von den Stühlen, das passt nicht richtig rein. Die können sich da nicht gescheit hinsetzen. Selbst wenn ich das jetzt hier so an den Rand schieben würde und man würde das fast nur wie einen Halbkreis nutzen, könnten die sich da nicht richtig hinsetzen. Und mal gucken, wenn ich nur zwei nehme, dann ist es irgendwie total lächerlich, so einen großen Tisch zu nehmen. Aber die Stühle kann ich ja mal nehmen. Schade, es ist ein wunderschöner Tisch. Ich guck mal, ob es einen bezahlbaren runden Tisch vom Basisspiel gibt. 330. Oh. Aber die sind alle irgendwie teuer, die kleinen Tische. 375. Der kostet nur 220. Das ist ein perfekter Starterhaustisch. Tja, und hier, der wäre auch billig, aber der ist von Hunde und Katzen. Ich probiere es mal mit dem. Weil dann hat man wenigstens so dieses Feeling, okay, es ist ein runder Tisch. Das erinnert dann wenigstens so ein bisschen an das neue Pack. So, was haben wir denn hier für Farben? Altmodisch bedeutet für mich auch häufig so gedeckte Farben. Also nicht so kunterbunt. Es soll kein Hippie-Bau sein. Oh, vielleicht mache ich auch noch mal einen Hippie-Bau. Ein Hippie-Starterhaus oder so. Oder habe ich das nicht kürzlich erst? Nee, ich habe so ein Hexenhaus gebaut mit so ein bisschen Hippie-Flair. Ich muss unbedingt auch mal ein Hippie-Haus bauen. Und Braun war in der Zeit eigentlich relativ verbreitet. Obwohl, jetzt 50er Jahre. Ja, ich denke mal, auf dem Land passt schon Braun. So richtig Naturfarben wären noch schöner, finde ich, für den Zweck. Aber ich denke mal, mit Braun machen wir nicht allzu viel falsch hier. Und dann stellen wir hier einfach mal drei Stühle hin. Dann ist es ein würdiges Esseck. Mal gucken, aber man muss die Tür hier machen. Ja, wo wir schon von Türen reden.
Sollte ich jetzt mal endlich Türen reinmachen? Ah, da gibt es diesen neuen Waschtag-Accessoire-Türen. Ich denke mal, so eine nehme ich. Vielleicht hier dieses Braun in Braun, oder wie ist das? Ich klapp mal die Wände hoch. Wo sieht man das am besten? Wahrscheinlich hier. So. Na komm. So, drehen. Jawohl. Öpp. Wände hochklappen. Das sind natürlich eigentlich mehr so Stalltüren. Aber die gehören halt zu dem Pack und darum finde ich die schon passend. Dieses Braun in Braun würde zu diesem gedeckte Farben ländlich Dings ganz gut passen. Das andere finde ich ein bisschen bunt. Ich meine, man könnte ein bisschen Gelb reinbringen. Oder so ein bisschen Blau. So ein bisschen dunkelblau. Ja, dann ist es nicht ganz so nur braun. Okay, ich denke mal, ich nehme diese Türen. Habe ich jetzt die oder die? Küchentür mit Vorhang ist für 65. Ich habe die ohne Vorhang. Ja, ich denke mal, das ist auch in Ordnung. So, und die nehme ich einfach für alle Zimmer. So, und auch fürs Bad. So. Und für die Haustür hätte ich eigentlich lieber eine Tür, die so über zwei Felder geht und dann in der Mitte sitzt. Mal gucken. Da gibt es doch welche, diese hier zum Beispiel. So. Ja, sowas hier. Sieht auch schön altmodisch aus, finde ich. Okay, jetzt gucken wir hier nochmal rein. Bin ich damit so halbwegs zufrieden? Das kann man vielleicht mehr hier machen, die Tür kommt. So. Vielleicht könnte man das auch so machen. Ja, das passt gut. Dann könnte man diese Tür auch, na komm, hier in die Mitte von dem Gang machen. Und dann kann man hier vielleicht noch so ein Schränkchen hinstellen oder so. Ja. Ich denke mal, so gefällt mir das grundsätzlich ganz gut von der Aufteilung. Das Schlafzimmer finde ich fast ein bisschen groß, aber ich könnte es als Alternative nur sehr viel kleiner machen. Das wäre dann, wenn ich das bis hierhin mache und dann zwei hier, so, so, dann würde das Bett kaum reinpassen. Und schon gar kein Schrank. Ich denke mal, ich mache das so. Dann hat es einen großzügigen Turm, Miniturm. Also Mini, was die Höhe angeht. Ein bisschen überlege ich da jetzt aber schon noch. Mal gucken, ob man das kleiner ziehen kann. Wenn ich das jetzt hier ziehe, dann bleiben die Schrägen gleich. Wenn ich das hier ziehe, bleiben die Schrägen auch gleich. Ja, wenn würde ich die Schrägen nämlich weniger lang machen. Und das kriegt man so einfach nicht hin. Dann mache ich dann eher hier ein Testtürmchen. So. So, also zwei breit, aber nur ein schräg. Zwei und ein schräg. Zwei und ein schräg. Zwei und ein schräg. Oh, das ist schon sehr winzig. Mal gucken. Das Bett würde da gerade so reinpassen. Auch die Tür. Das ist dann aber schon sehr winzig. Ein Schrank passt da nicht rein. Aber es hat mehr Turmcharakter so.
im Verhältnis zu dem kleinen Resthaus. Und einen Schrank könnte man auch im Wohnzimmer abstellen. Das würde gut hinpassen. Ich probiere das mal. Ich kann ja hier das hier einfach mal so in die Ecke stecken. Und stattdessen schiebe ich dieses dahin. So. Und drehe das Bett rum. So, diese Ecke würde ich dann noch zumachen, logischerweise. Da kommt dann die Tür. Da kann man zu beiden Bettseiten hingehen. Das gefällt mir vielleicht fast besser. So, hier kommt die Tür hin. Wie? Die kann ich? Na, also bitteschön. Ist etwa das Bett im Weg? So. Na komm, Tür. So. Wer weiß, warum die nicht geht. Vielleicht auch wegen des ganzen Schrägen und so. Ja, so geht's auf jeden Fall. Gut. Und dann das Bett. So würde es gehen, aber dann passt, dann kommt man ja nicht dran von der einen Seite. Gut. Nein, nicht gut, nicht gut. So. Dann wird es auch ein bisschen eng, hier lang zu gehen. Es könnte fast gehen, aber nur fast. Schwierig, schwierig. So, mal gucken, wie weit ich das in die Mauer schieben kann. Wenn ich jetzt Baby Move Objects anmache, dann ist das Ganze überhaupt kein Problem. Aber ich will ja auch mal ohne auskommen. So. Es sieht irgendwie einfach doof aus. Okay, dann gucke ich mir das jetzt noch mal an. Ja, ich finde diesen Turm besser als dieses riesige Ding. Das ist für das kleine Haus einfach ein bisschen groß. So, dann mache ich jetzt schweren Herzens Baby Move Objects an Testing Cheats True. BB.moveObjects on. Jawohl, jetzt kann ich das hinschieben, wo ich will. Und ich bin sicher, es kann benutzt werden. Und wenn nicht, dann sehe ich das halt beim Playtest. Na, da muss ich jetzt so. Gucken. So, und dann das zurückschieben. Oh, alles verkorkst. Nee, so geht das nicht. So. Ups, das wollte ich jetzt nicht. So, dann gucke ich mal, ob ich hier ich die Ecke zumache und die hier lösche. Oh. Und stattdessen so, jetzt ist natürlich die Tür verschwunden. Klasse. Na, die Tür ist noch da. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ja, ich denke mal, das ist alles gut gegangen. Na komm. Das ist ein Raum. Das ist ein Raum. Das ist ein Raum. Sehr gut. Dann kann ich jetzt mal hier das Fundament nachrüsten. Okay, und ich denke mal, jetzt ist es auch Zeit für Außenwände und das Dach, weil die Größe und Form steht jetzt ja weitgehend fest. So, es soll also altmodisch und ländlich sein. Hier. Ja, wenn 50 € übrig sind, mache ich die noch breiter. Gucken, da
fällt dann hier ein Teil vom Zaun weg. Dann spare ich 25 ein. Na, so ist es einfach besser. So, weil es dann auch mit der Tür hier harmonisiert. Harmoniert. So rum. Okay, ich denke mal, da sind diese altmodischen Willow-Kriegwände am geeignetsten. Am liebsten hätte ich natürlich Fachwerk, klar. Aber das gibt's nicht beim Basisspiel. Was haben wir denn hier für Kombis? Somit das hier. Sieht auf jeden Fall schön altmodisch aus. Und das hier ist mit weißen Fugen. Ich probiere mal, wie das da wäre. So. Nicht mit weißen Fugen. Ich dachte, dies hier ist mit weißen Fugen. So, jetzt ist die Frage, ob das so Sinn macht oder ob ich das alles so im Holzlook mache. Also, ob es Sinn macht, dass es so hoch gemauert ist. Für Deutschland ja, für Deutschland wäre alles so hoch gemauert. Für Amerika, die machen wahrscheinlich nur hier unten und dann wird der Rest aus Holz gemacht. Aber es gibt ja schließlich diese Wände. Das sieht hier noch uriger aus. Mal gucken. Ja, ich nehme ja immer so gerne irgendwie blaue Wände, aber man sollte auch nicht immer die gleichen Wandfarben haben. So. Na, das finde ich wirkt jetzt noch altmodischer. Da versuche ich dann auch das Fundament mal in so einem unregelmäßigen Backstein zu machen. Und jetzt gucke ich mal, ob grün eigentlich schöner ist. Ja, ich finde grün schöner. Das hat mehr so dieses ländliche. Okay, ich denke, ich nehme das mal so. Was kostet denn diese? 5 €, das ist in Ordnung. Warum steht da die Back dabei? Na, auf jeden Fall sieht es ganz hübsch aus. Jetzt Fundament. Unregelmäßig, tja. Nö, da ändert sich nur das und dieses. Da ändert sich auch nur das obere. Ich fürchte, das untere muss ich so lassen. Schade. Und dieses hier, ein Vintage-Fundament. Ja, das ist doch cool. Das hat zwar hier diese komischen Rauten drin, die eigentlich völlig überflüssig sind. Aber ich würde sagen, man kann mit denen leben. Und es sieht auf jeden Fall schön altmodisch aus. Und so passt sogar noch besser zum oberen Teil. Ja. Gut, ich frag mich, warum es hier und da nicht ist, aber okay, ich denke mal, das geht so. Ja, schön altmodisch. Gut, Dach. Oh, muss ich mich jetzt beeilen ein bisschen mit dem Dach? Es sind schon wieder 19 Minuten rum. Wie schnell das geht beim Bauen. Ich denke mal, mit 3 Teilen komme ich nicht hin. So, weil ich auch so lange rumgetüftelt habe bei dem Grundriss. So, ich lasse das jetzt erstmal so einfach und setze die anderen Dächer auch noch drauf. So. Oh, das ist jetzt zu groß.
Das hat die richtige Größe. Das Turmdächlein. So, und dann. Ja, jetzt guckt das natürlich zu stark raus, wie üblich. So ist schon besser. Gut. Und hier, da mache ich vielleicht auch so eins hin. Okay. Und dann kommt hier noch so ein Giebeldach drauf. So. Okay, ein bisschen größer. Und bis nach hinten durchgezogen. Ja, und mal gucken, wie das aussieht. Sieht nicht so toll aus, wenn ich das da nehme. Da muss ich mal gucken, ob ich eins finde, wo vielleicht nur diese Holzfarbe ist. Mal gucken, wozu das passt. Das sieht aus wie dieses. Nein, das passt nicht. Dann passt vielleicht hier was. Irgendwie auch nicht. Das ist so ein Blau. Na komm. Das passt am ehesten. Ja. So. Gut. Ja, habt ihr jetzt auch gesehen, wie ich im Prinzip aus einem einfachen Kasten mit ein paar Anbauten und so ein bisschen Dachspielereien was gemacht habe, was schon etwas verwinkelt aussieht. Jetzt gebe ich dem Dach erstmal noch so ein bisschen so ein Schwung. Da haben wir ja die neuen Features fürs Dach, wo man so doppelt schwingen kann. Da muss man dann so ein Dach markieren und auf Umschalt und C gehen. Dann kriegt man hier mehr so Knöpfe, an denen man rumdrehen kann. Und ich denke mal, ich mache es oben so ein bisschen rundlich, nur so ein ganz wenig. Und dann hier so einen kleinen Tick so. Und das mache ich mit dem auch. Klein, Tick rundlich. Ich habe das schon deutlich krasser gemacht, aber ich will das nur so leichten Schwung geben. So. Damit sonst neigen meine Dächer womöglich auch dazu, alle gleich auszusehen, habe ich hier jetzt. Da habe ich jetzt nochmal Umschalt Shift gemacht. Das war natürlich nicht beabsichtigt. So, ich wollte das andere Dach markieren. Dieses. Na komm. Dieses hier. Jawohl. Also. So. Und so. Und jetzt muss ich mir noch überlegen, vielleicht kriege ich dieses hier ein bisschen runder, spitzer, aber nur so ein ganz bisschen. So vielleicht, ja. Jetzt ändere ich noch die Dachfarbe. Und das soll ja möglichst altmodisch aussehen. Also vielleicht dieses hier. Das sieht so arg verwuschelt aus. Mal gucken, wie das in Grün kommt. Gar nicht so schlecht, finde ich. Ja, das hat so dieses naturnahe Feeling. Kann man vielleicht so ein bisschen an Moos denken. Und hier kommen noch diese Leisten. Diese drei sind neu und die nehme ich ganz gerne. Da würde vielleicht was Rotes passen, was dann sozusagen wieder an den Stein hier unten erinnert. So vielleicht. Ja. Und jetzt mache ich noch einen Trick. Jetzt, wo die Dächer fertig sind, den ich in letzter Zeit ganz gerne mache. Und zwar verdoppel ich dieses Dach hier, setze es an die gleiche Stelle und ziehe das ein bisschen runter. Dann hat man da so eine Art Muster. Das ist natürlich völlig unsinnig eigentlich, aber es sieht ganz cool aus, finde ich. So.
So. Ja. Alternativ könnte ich hier ein Fenster reinsetzen, aber das kostet Geld. Und dieses mit den drei Dächern, kostet kein Geld. Und hat auch irgendwie, ja, so einen auflockernde Eigenschaft. Gut, es ist schon wieder ziemlich spät. Ich denke mal, für heute reicht's. In der nächsten Folge mache ich dann natürlich mal Fenster in das Haus. Und dann fange ich mit der richtigen Inneneinrichtung an. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.